Hören Sie, was über die Premiere geschrieben wird. Es handelt sich um ein unsterbliches Werk, ein Genie etc. Die Stimme Ihrer Tochter, die perfekteste einerseits, makellos andererseits und die Technik. Jedes zweite Wort ist das Wort authentisch, jedes dritte Wort das Wort berühmt. Hier, das Wort Koloraturmaschine. Da, das Wort phänomenal, das Wort Spitzentöne. 12-mal das Wort Stimmmaterial, 19-mal das Wort stupend. Eine exzellente Partie. Was wir hören, hören Sie, ist nichts als ein Kunstgezwitscher. Was wir sehen, Puppentheater. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie seit 11 Uhr Vormittag ununterbrochen trinken? Sie haben natürlich Grund dazu. Natürlich. Einerseits hören Sie Ermüdungserscheinungen in der Rache-Arie, keinerlei Ermüdungserscheinungen in der Rache-Arie. Andererseits, man muss in erster Linie das Blutbild heranziehen. Aber bis das soweit ist, dass ich alle Befunde habe, geehrter Herr, einerseits orkanartig der Applaus, anerkennend, andererseits überwältigend, hören Sie, in der Rache-Arie von überzeugender oder von erregender Durchschlagskraft. Wenn sich, wie gesagt, die roten Blutkörperchen auf das Beängstigendste verringern, andererseits die weißen auf das Beängstigendste vermehren, einerseits ist die medizinische Wissenschaft fortgeschritten, andererseits ist sie seit 500 Jahren stehen geblieben. Reden wir nicht von Wissenschaft, wenn wir von der Medizin reden, geehrter Herr. Hören Sie, was für ein Staccato. Was für ein Staccato. Immer der gleiche Dreck. Einen Menschen wie mich ekelt noch immer vor dem tagtäglichen Empfindungsreichtum des Phötonismus. Hören Sie, geehrter Herr, man drängt vorsichtig die Hemisphären auseinander, zurück, verstehen Sie, wodurch der sogenannte Balken zur Ansicht gelangt. Man zieht nun mit der linken Hand, wohlgemerkt, die linke Hemisphäre nach außen und oben und ritzt mit der Spitze des Hirnmessers, mit der Spitze des Hirnmessers, oberhalb des Balkens ein. Das Wort Präzision ist nicht nur ein Wort, geehrter Herr, und öffnet so auf das zweckmäßigste die Cella media des Seitenventrikels, von welcher ich schon gesprochen habe. Man beachte den Inhalt, normalerweise Liquor, manchmal auch, geehrter Herr, Blut, von der Ventrikelblutung herrührend. Von der Ventrikelblutung herrührend. Die Hemisphäre wird angehoben und eröffnet Hinter- und Vorderhorn. Dasselbe auf der anderen Seite. Sehen Sie, mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand das Corpus callosum führt dann das Hirnmesser mit nach abwärts gerichteter Schneide sorgfältig, sehr sorgfältig, geehrter Herr, bis zu dem sogenannten Foramen Monroi, ei, durchtrennt Balken und Fornix und schlägt sie zurück. Jetzt taucht man das Messer in Wasser. Da ein trockenes Messer den Nachteil hat, dass die Schnittflächen nicht schön aussehen. Das soll beim Sezieren des Gehirns möglichst häufig gemacht werden. Man schneidet nun unter einem Winkel von 45 Grad durch die Stammganglien, wobei man aber das Ledieren der sogenannten Kleinhirnhemisphäre vermeiden soll. Die Schwierigkeit ist, ob eine Anstalt zu empfehlen ist oder nicht.
einerseits in den Anstalten wohlgemerkt außerordentliche Erfolge, völlige Erfolglosigkeit andererseits. Hören Sie, bei Ödem Marmorierung der Stammganglien, geehrter Herr, naturgemäß ist die Aufmerksamkeit immer die größte. Die Aufmerksamkeit wie die Entschiedenheit, wie die Rücksichtslosigkeit, diese drei fortwährend unerlässlich. Also, wie gesagt, verwaschen begrenzte helle Partien mit rötlichen abwechselnd. Die Blutpunkte betreffend können diese durch das Durchschneiden der Gefäße zustande kommen, sind aber mit dem Messer leicht wegwischbar. Bei Stauung, graurote Rinde, viele Blutpunkte der weißen Substanz. Bei Ödem naturgemäß zerfließen respektive verschwinden die Blutpunkte. Verschwinden die Blutpunkte. Bei der Enzephalitis ist aber das Blut postmortal. Durchaus postmortal aus dem Gefäß ausgetreten und lässt sich nicht wegwischen. Die Feststellung, werter Herr, dass der Einfluss Ihrer Tochter auf Sie gleich null ist. Andererseits haben Sie auf Ihre Tochter nicht den geringsten Einfluss. Auf diese Weise entwickelt sich alles, wie wir sehen. Mich stoßen die Schnäpse ab, geehrter Herr. Aber ich habe sie noch nicht ein einziges Mal ohne Flasche gesehen. In den ganzen 3 Jahren, in welchen ich mit Ihnen bekannt bin. Soviel ich weiß, trinken Sie schon ein Jahrzehnt. Und zwar von dem Augenblick an, in welchem Ihre Tochter zum ersten Mal öffentlich aufgetreten ist. Sie müssen zugeben, eine ungeheuerliche Entwicklung. Eine ganz und gar erstaunliche Entwicklung. Wenn man bedenkt, dass die Stimme ihrer Tochter ursprünglich nicht zu der geringsten Hoffnung berechtigt hat, zweifellos ist die Stimme ihrer Tochter das Werk des außerordentlichen Herrn Kehldorfer. Es kommt ja immer darauf an, dass ein Material zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Hand kommt, dass es im richtigen Augenblick mit der richtigen Methode. Nicht alle haben dieses unwahrscheinliche Glück. Alle diese herrlichen Stimmen, geehrter Herr, die in die falschen Hände gekommen sind. Es ist Wahnsinn, wie Hunderte von raffinierten Gesangslehrern, vornehmlich auf unseren Akademien, geehrter Herr, Tausende schöner Stimmen ruinieren. Skrupellos nützen diese Leute die Stimmen aus, pressen aus Tausenden von Talenten auf das Gemeinste ihren Lebensunterhalt bis zum letzten Groschen heraus. Die Akademien sind von akademisch Ausnützern bevölkert, zu einem Großteil von Scharlatanerie durchsetzt. Jeder zweite Gesangslehrer ist ein Scharlatan, geehrter Herr. Oder sagen wir, insgesamt sind die Gesangslehrer oder Gesangspädagogen, wie Sie sich nennen, Scharlatan. Man durchtrennt nun den Balken und schlägt ihn wohlgemerkt nach der linken Seite, wodurch die Glandula pinealis hinter der Commissura habenularum zur Ansicht gelangt. Machen wir eine Sektion des Kleinhirns. Hebt man das Kleinhirn vorsichtig auf, schiebt die linke Hand, wohlgemerkt, unter die Kleinhirnhemisphäre und kippt sie ein wenig, um bei der darauf folgenden Durchschneidung des Wurms nicht die sogenannte Rautengrube oder die Lamina quadrigemina zu verletzen. Man fasst das Messer fiedelbogenartig. Fiedelbogenartig? Befeuchtet es und geht median sagittal so weit ein, bis man in das Fastidium wie in ein klaffendes Loch schaut. Wie in ein klaffendes Loch? Dann dreht man das Messer um und verlängert den Schnitt nach vorn und nach rückwärts. Jetzt überblickt man genau die Rautengrube, geehrter Herr. In diesem Augenblick ist vor allem auf die Veränderungen des sogenannten Ependyms zu achten. Das hätte man schon an den Seitenventrikeln machen können.
Erfahrungsgemäß sind aber Epidymveränderungen hier in der Rautengrube stärker und daher leichter zu diagnostizieren. Ihre Lebensweise, geehrter Herr, ist ansteckend. 2 Stunden Schlaf in der vergangenen Nacht und den ganzen Tag überdurchschnittlich viel beschäftigt. Wenn man wie ich an einem sogenannten wissenschaftlichen Werk arbeitet, darf man sich solche Exzesse nicht gestatten. Andererseits geht eine unglaubliche Faszination davon aus, sich gehen zu lassen. Naturgemäß hängt Ihre Schlaflosigkeit mit Ihrem Geisteszustand zusammen. Und Ihr Geisteszustand, geehrter Herr, ist die Folge des jahrzehntelangen unnatürlichen Verhältnisses zwischen Ihnen und Ihrer Tochter. Wenn 2 gänzlich verschiedene Charaktere, noch dazu, wenn es sich um Vater und Tochter handelt, ununterbrochen zusammen sind, während jeder von den beiden gänzlich für sich allein existieren müsste. Wenn ich denke, Ihre Tochter schläft, geehrter Herr, denke ich doch nur auf das Selbstverständlichste, die Stimme Ihrer Tochter schläft. Die Stimme, unaufhörlich, geehrter Herr, nur die Stimme. Während die Stimme Ihrer Tochter schläft, sitzen Sie in den Gasthäusern. Andererseits haben Sie eine so ausgezeichnete Konstitution. Genau diese Konstitution habe ich nicht. Sie haben sie nicht. Im Ependym an der Lichtung des Ventrikels, was die Ependymitis granularis betrifft, feine Granulierung des Ependyms, kleine knöpfchenförmige, grießartige Knötchen. Feine grießartige Knötchen. Man schneidet nun an der größten Zirkumferenz entlang der Kante der Kleinhirnhemisphäre, wo ein weißer Marktstrahl am weitesten bis an die Oberfläche reicht, ein und überblickt die Kleinhirnsubstanz, vor allem, geehrter Herr, den Nucleus dentatus cerebelli. Dasselbe macht man auch auf der anderen Seite. Man klappt nun das Gehirn zusammen und dreht es um, so dass Basis und die Medulla oblongata dem Obduzenten zugewendet sind. Dann geht man unter dem Kleinhirn, das man stützt, ein und durchschneidet die Hirnschenkel. Es ist auffallend, dass Ihre Tochter mit jeder Vorstellung zu einem noch späteren Zeitpunkt, aber in der Schnelligkeit, dann in der Spontanität, ist die äußerste Konzentration. Es ist nicht das erste Mal. Hören Sie? Das Orchester ist schon im Graben. Und von Ihrer Tochter nichts. Die Wargo, nichts. Die ganze Zeit horche ich, aber höre keine Schritte. Dann, plötzlich, höre ich die Schritte. Und alles geht unheimlich schnell. Vor der Vorstellung einen Spaziergang machen. Die Füße zu Rasenden machen. In den Park hinein. Unter die Rabatten, geehrter Herr. Was ihr in letzter Zeit zur Gewohnheit geworden ist. Der Obduzent tritt immer an die rechte Seite der Leiche. Der Kopf der Leiche ist auf einen Holzblock zu legen, um die Haut des Halses gut anzuspannen. Die Haut der oberen Halsgegend darf nicht verletzt werden, da die Leichen wegen der Aufbahrung geschont werden müssen. Ein rücksichtsloses Kind. Ein rücksichtsloses Kind. Haben Sie denn keinerlei Einfluss auf meine Tochter in dieser Weise, dass Sie... Damit muss man sich abfinden, dass ein künstlerisches Geschöpf sich vollkommen selbstständig macht. Es kann überhaupt nicht mehr mit anderen zusammen sein. Vor allem, was die Verwandtschaft betrifft, aber auch alle übrigen. Ein vollkommen künstlerisches Geschöpf, ein solcher zu einem vollkommen künstlerischen Geschöpf gewordener Mensch, der ja kein Mensch mehr ist, geehrter Herr, kann von einem bestimmten Zeitpunkt an überhaupt niemanden mehr außer sich selbst sehen. Nur sich selbst. Es gibt nichts mehr außer mir, sagt sich ein solches Geschöpf. Dann, wenn es sich vollkommen abschließt und abgeschlossen hat, getrennt hat, für sich ist, endgültig.
braucht man keine Angst mehr zu haben, geehrter Herr. Es ist eine völlig überflüssige Angst. Sie werden sehen, gerade zu dem richtigen Zeitpunkt kommt sie herein. Und sie tritt genau zu dem richtigen Zeitpunkt auf. Genau dann, wenn Sie es nicht mehr aushalten und sich Ihren Kopf schon zerbrochen haben. Die sogenannten gewöhnlichen Menschen haben immer vor den Geschöpfen Angst. Und Menschen und Geschöpfe sind zweierlei, geehrter Herr. Und was erst ein Kunstgeschöpf... Dem Vater geschieht recht, der, was er sich verdient hat, nicht zu Gesicht bekommt. Ein solches Geschöpf zu haben, darüber lässt sich nicht streiten. Nur die Ahnungslosigkeit der Menge ist erschreckend, die den künstlichsten aller Mechanismen nicht anerkennt. Das Leben oder die Existenz sind keine Existenzfrage, geehrter Herr. Aber mit der Gutmütigkeit allein ist auch nichts auszurichten. Das Leben ist eine Tortur. Wer das nicht begreift und die Plattitüde nicht wieder gut und zur Tatsache, die schmerzt, macht, hat nichts begriffen. Andererseits kommen wir gerade in den Angstzuständen zu uns selbst. Andererseits kommen wir gerade in den Angstzuständen zu uns selbst. Das Knorpelmesser in die volle Faust! Man nimmt das Knorpelmesser in die volle Faust und führt jetzt den Hauptschnitt aus. Von der Provinzia Laryngea bis zur Symphyse. Sehen Sie, wobei man in der Nabelgegend, wohlgemerkt, etwas nach links ausweicht, geehrter Herr. Im Bereich des Sternum dringt man mit dem Schnitt sogar bis zum Periost vor. Dann den Kreuzschnitt und durchtrennt Haut, Unterhaut, Zellgewebe etc., vordere Bauchmuskulatur samt Faszie und dringt vorsichtig bis zum Peritoneum parietale vor, um dieses und den darunter gelegenen Darm nicht zu verletzen. Normalerweise klare, seröse Flüssigkeit, geehrter Herr. Unter pathologischen Bedingungen, geehrter Herr, kann eine Vermehrung der Flüssigkeit in der Bauchhöhle eintreten. Aszites! Das gestattet einen Hinweis bei Leberzirrhose, kardialer Stauung etc. oder Pfortaderthrombose. Es kann sich bei den verschiedenen Formen der Peritonitis ein eitriges fibrinöses Exsudat finden. Hemaskos, Kolaskos etc. Hemaskos, Kolaskos! Man besichtigt das Omentum majus. Dieses zieht von der Tenia omentalis des Colon transversum schürzenförmig, wohlgemerkt, hinunter ins kleine Becken. Bei entzündlichen Prozessen in der Bauchhöhle, geehrter Herr, kommt es zu Adhäsionen mit dem Netz. Das Netz ist nach dieser Richtung hin verzogen. Ein vollkommen verzogenes Netz, worauf man auf den Ausgangsprozess schließen kann. Man schlägt einfach das Netz nach unten und betrachtet den Situs der Bauchorgane. Ob die Leber weit herunterreicht? Hier sehen Sie, an dieser Stelle, ob die Darmschlingen stark gebläht sind, der Magen weit herunterreicht. Rastroptose natürlich. Und ob die Darmschlingen stark gebläht sind. In letzter Zeit geht sie mit Vorliebe in den Park. Auf einmal in den Park. Unter das Vogelgezwitscher. Verstehen Sie? Oder sie sperrt sich in ihrem Zimmer ein. Sagen Sie selbst, diese Gewohnheit ist die merkwürdigste. Wo sie sich doch früher niemals eingesperrt hat. In ihrem Zimmer. Meines Wissens. Bei zugezogenen Vorhängen. Aber wie sie selbst sagt, ohne sich mit der Partie zu beschäftigen. Ganz im Gegenteil, lenkt sie sich durch die verschiedensten, selbst erfundenen Methoden von der zu singenden Partie ab. Hin und her gehend erledigt sie in das Magnetophon diktierend ihre Korrespondenz. Oder sie memoriert einen Schauspieltext. Ganze Abschnitte aus dem Lear. Oder wie ich weiß, neuerdings aus dem Tasso spricht sie. Oder sie sitzt am Fenster und legt die Handflächen auf das Fensterbrett mit geschlossenen Augen. Meine Beobachtungen, geehrter Herr, führen naturgemäß zu Befürchtungen. Zu Befürchtungen? Zu Befürchtungen? Zu Befürchtungen allerdings. Die Tatsache ist, dass Ihre Tochter sich in letzter Zeit auf das Beängstigendste verändert hat.
Sie ist nicht mehr die gleiche. Was wir jetzt sehen, ist etwas ganz anderes. Es ist das Entgegengesetzte von dem, was wir noch vor einem Jahr gesehen haben. Weil es sich aber um ein Kunstgeschöpf handelt, doch um das Gleiche. Verstehen Sie? Einerseits ist es dieselbe, andererseits nicht. Es ist die größte Schwierigkeit für die Umgebung, dass es sich vor allem um eine Stimme, und zwar um eine ganz bestimmte Stimme, die heute eine der berühmtesten und wohlgemerkt tatsächlich eine der schönsten ist, nicht aber um einen Menschen handelt, das zu begreifen, ist einem Vater natürlich unmöglich. Eine noch größere, eine noch viel größere Wachsamkeit, geehrter Herr. Dazu Behutsamkeit empfiehlt sich jetzt, wo es sich um ein perfektes Geschöpf in einer zweifellos kopflosen Natur handelt. Natürlich frage ich mich, mit was für einem Menschen ich es zu tun habe, wenn ich diese Person sehe. Eine ausgezeichnete Person, zweifellos. Zweifellos ausgezeichnet. Die Vargo ist zweifellos eine ganz und gar ausgezeichnete Person. Sehen Sie, geehrter Herr, Sie können beruhigt sein. Ist die Vargo aufgetreten, dauert es auch nicht mehr lange, bis Ihre Tochter kommt. Das bedeutet, dass Ihre Tochter schon im Haus ist. Ich verstehe, Sie empfinden die Tatsache, dass die Krone jetzt auf dem Kleiderständer hängt, als einen glücklichen Umstand. Hätten wir nicht die Fähigkeit, uns abzulenken, geehrter Herr, müssten wir zugeben, dass wir überhaupt nicht mehr existierten. Die Existenz ist, wohlgemerkt, immer Ablenkung von der Existenz. Dadurch existieren wir, dass wir uns von unserem Existieren ablenken. Zuerst haben Sie die Flasche versteckt. Dann haben Sie den Versuch gemacht, die Flasche zu verstecken. Jetzt machen Sie schon jahrelang diesen Versuch nicht mehr. Ganz offen und ohne geringstes Skrupel, geehrter Herr, trinken Sie, noch dazu in der Garderobe Ihrer Tochter, aus der Flasche. Und es ist Ihnen vollkommen klar, dass Sie fortwährend betrunken sind. Diesem Unterhaltungsmechanismus kommt aber dieser Umstand voll auf zugute. Einem Menschen wie Sie kann man ohne weiteres eine Wissenschaft unterstellen. Zugegeben haben Sie alle Vorzüge eines einer Person wie der meinigen ungemein förderlichen Objekts. Das ist in der Tat eine Auszeichnung. Wenn Sie eine Person wie die Vargo hassen, damit erreichen Sie nichts. Diese Leute beobachten fortwährend und machen ihre Beobachtungen zu einem krankhaften Zustand, von dem sie sich nicht mehr trennen können, weil sie ihren Kopf nicht beherrschen. Hier kann nur mit Überraschungseffekten gekommen werden. Damit ist aber nicht eine äußerliche Überraschung gemeint. Ich denke wieder an den Kopf. Aber so sehr sich alle diese Leute darum bemühen und wie nachdrücklich auch immer sie darauf hinweisen, sie haben keinen Kopf auf. Dadurch haben sie naturgemäß überhaupt kein Beurteilungsvermögen. Sie gehen, einmal folgerichtig, einmal nicht, solange sie gehen, durch eine vollkommen kopflose Gesellschaft und haben die ganze Geschichte in ihrem Rücken. Tatsächlich schleifen Sie ja Ihr ganzes Leben die Geschichte hinter sich her und sehen vor lauter Köpfen keinen einzigen Kopf und haben dadurch fortwährend Angst vor einem plötzlich auftretenden Blutgerinnsel. Wenn Sie sich alle übrigen Köpfe, geehrter Herr,
als eine zähe, stinkende oder völlig geruchlose Masse vorstellen. Sozusagen als Wasserkopfspiegel, aus welchem ihr eigener Kopf herausragt. Und diesem Kopf ist die ganze Zeit zum Erbrechen. Dadurch kann er nur noch Verrücktes und niemals Geglücktes zitieren, werter Herr. Ist ein solcher Kopf unter lauter Köpfen nicht ein erbarmungswürdiger Zustand? Die Frage ist tagtäglich. Wie komme ich durch einen Trick, einen tagtäglichen neuen Trick durch den Tag? Es ist beschämend und macht zweifellos krank. Ihre Tochter ist die labilste, zweifellos auch subtilste, in ihrer Entwicklung für ihre Umgebung beängstigend. Alles an ihr ist jetzt anders. Wenn das so leicht wäre, eine Anstalt zu empfehlen. Aber es gibt keine Anstalt, die empfehlenswert ist. Man steckt die Leute in eine Kur hinein, zur Entziehung einer Übelkeit. Sie machen eine sogenannte Entziehungskur. Aber dem Menschen kann gar nichts entzogen werden. Schon gar nicht eine ihn umbringende Veranlagung. Trinkt einer, muss man ihn trinken lassen, zuschauen, wie er trinkt und wohin er damit kommt. Wird einer wahnsinnig, können wir nichts dagegen tun. Wenn das so einfach wäre, wenn wir einen Trinker in eine Anstalt stecken, einen Wahnsinnigen, einen Verrückten, geehrter Herr, das ist ein Verbrechen! Tatsächlich schämen wir uns vor der allerhöchsten Instanz der Natur, die sich uns auf dem Gipfel der Verzweiflung zeigt. Glauben Sie mir, Ihre Tochter meint es gut, wenn sie sagt, gehen Sie wieder in eine Anstalt, machen Sie eine Entziehungskur. Aber kompetent ist sie nicht. Musiker! Höre ich recht? Schon im Graben? Das eigene Kind ist immer das Rücksichtsloseste. Das ganze Leben ist das Rücksichtsloseste, geehrter Herr. Und eine einzige Beschämung. Aber Sie werden sehen, wenn die drei Damen auftreten und wenn die Schlange erlegt ist, ist Ihre Tochter schon fertig gemacht für den Auftritt. Das Verlässlichste in diesem Haus sind zweifellos die Inspizienten. Diese Feststellung habe ich immer gemacht. Herrscht hier auch das Chaos auf die Inspizienten, ist Verlass. Beruhigen Sie sich. Denken Sie an die Gefühlskälte und an die Verstandesschärfe einer Person wie der Vargo. Und berücksichtigen Sie den Pflichteifer Ihrer Tochter. Sie würde sich niemals gestatten, zu spät zu kommen. Immer später, ja. Aber niemals zu spät. Im letzten Moment hereinzukommen bei der Tür ist der größte Vorteil. Ganz gleich, um was es sich handelt, eine Methode bei Konferenzen, geehrter Herr, die beste. Im Stiegenhaus ein paar Koloraturen, wie Sie wissen, ein paar Schritte und Ihre Tochter ist da. Und Sie brauchen nicht länger in dem Angstzustand zu sein, in welchem Sie sich in diesen Augenblicken immer befinden. Das ist immer das Gleiche. Die Vargo hängt die Krone auf den Kleiderständer und ihre Nerven, geehrter Herr, sind zum Äußersten angespannt. Die Kunst und alles, was damit zusammenhängt, ist als Ganzes genommen eine ungeheure Nervenanspannung. Hast sie den Kapellmeister wie diesen, geehrter Herr, singt sie am verlässlichsten und am besten. Und sie hasst keinen mit einem größeren Hass als den, der die heutige Vorstellung dirigiert. Dieser Mann hätte Fleischhauer werden sollen, nicht Dirigent, geehrter Herr. Immer hören Sie, wenn Sie ihn hören, einen Fleischhauer.
Wahrscheinlich ist Ihre Tochter unten in der Kantine und trinkt einen heißen Tee. Aber ich bin sicher, sie ist schon im Haus. Dieser Besuch letztes Jahr im Teatro Finice, in dieser Falstaff-Vorstellung, werter Herr, ist es passiert. Von da an ist in ihr die Veränderung eingetreten, weil sie einmal das schönste Theater der Welt sehen hat wollen. Und dazu einen, wie ich glaube, recht mittelmäßigen Kollegen hören. Man muss einfach alles als Ursache in Betracht ziehen. Alles kann Ursache sein. Möglicherweise ist es eine Todeskrankheit, geehrter Herr, die sie sich im Teatro Fenice geholt hat. Aber ich bin überzeugt, dass diese Krankheit sich nicht oder noch nicht, wenigstens nicht innerhalb der nächsten 5 oder gar 10 Jahre auf ihre Stimme auswirken wird. Dieses schönste aller Talente, geehrter Herr, wird sich nur 5 oder gar 10 Jahre entwickeln. Wenn es dann plötzlich abbricht, das ist gleichgültig, geehrter Herr. Zweifellos, es ist, wie wenn eine Maschine abgestellt wird. Vorgestern hatte sie eine Auseinandersetzung mit dem Korrepetitor. Diese Auseinandersetzung schadet ihrer Stimme. Wir haben, das ist erschreckend, geehrter Herr, immer nur Wirkungen vor uns. Die Ursachen sehen wir nicht. Vor lauter Wirkungen sehen wir keine Ursachen. Übrigens ist das Wesen der rokitanskischen Methode, den normalen physiologischen Zusammenhang der einzelnen Organe möglichst zu wahren. Weil durch brüskes Durchtrennen normaler bestehender Zusammenhänge oft wichtige anatomische Befunde verloren gehen. Andererseits, oder wir eviszerieren sämtliche inneren Organe und sezieren auf den Tisch. Oder der Virchow'sche gänzliche Verzicht auf den Zusammenhang, abtrennen, entfernen, etc., geehrter Herr. Um sich vor Infektionen zu schützen, ist es vorteilhaft, Gummihandschuhe zu verwenden. Wegen der Beeinträchtigung des Tastgefühls unterlässt man es aber. Wir unterscheiden die allgemeine und die Detailbeschreibung, die Erhebungen äußerer Veränderungen beispielsweise. Und bei gerichtlicher Obduktion werden an einem unbekannten, tot aufgefundenen Individuum aufs Genaueste ausgeführt. Zum Beispiel hat eine genaue Beschreibung von Tätowierungen, Hautnarben, des Gebisses mit allen seinen Plomben zu erfolgen. Wir unterscheiden dann vor allem zwischen weiblicher und männlicher Leiche. Von großer Wichtigkeit ist die Feststellung des Gewichts der Leiche. Dieses kann unter normalen Verhältnissen eine große Rolle spielen. Zum Beispiel gibt eine ungewöhnlich magere Leiche schon Hinweise auf eine durch schlecht aufgenommene Nahrung entstandene Erkrankung, weil zum Beispiel ein bösartiger Tumor des Ösophagus diesen verengt, geehrter Herr, und so das Schlucken verhindert hatte. Am einfachsten ist es, die Leiche abzuwiegen. Die Leiche abzuwiegen. Ansonsten wird das Gewicht schätzungsweise bestimmt. Und man gibt an, ob die Leiche kachektisch mager oder beleibt ist. Falstaff-Typ, Reithosen-Typ etc. Die Feststellung der Körperlänge ist wichtig, weil sie Hinweise auf eine abwegige Körperbeschaffenheit gestattet. Die Körperlänge hängt ganz wesentlich von der mittleren Körperlänge der Bevölkerung ab. In unseren Gegenden ist 1,65 Meter die mittlere Körperlänge. Von diesem Mittelmaß ausgehend gibt es gewisse Extreme. Ist ein Individuum länger als 1,80 Meter, geehrter Herr, bezeichnet man das als Hochwuchs. Während eine Körperlänge von mehr als 2 Metern als Riesenwuchs bezeichnet wird. Bei einem Individuum unter 1,20 spricht man von Zwergwuchs. Neben der Feststellung der Körperlänge muss aber auch auf die Proportionen geachtet werden, insbesondere auf den Knochenbau, der in erster Linie die Körperlänge bedingt. Bei manchen sehr großen Individuen ist die Körperlänge nicht gleichmäßig, zum Beispiel sehr lange Beine.
Unterlänge, werter Herr, ist der Abstand von der Symphyse bis zur Planta Pedis. Oberlänge, der Abstand vom Scheitel bis zum oberen Rand der Symphyse. Das allein oft schon Anlass für das sogenannte Grundleiden, werter Herr. Zweifellos ist, was ihr das größte Vergnügen gemacht hat, jetzt ihre Tochter zur Gewohnheit geworden, dass sie seit Jahren in den Opernhäusern aus- und eingeht und ihre berühmten Koloraturen singt. Ich selbst habe übrigens, wie Sie vielleicht nicht wissen, einmal vor 20 Jahren, geehrter Herr, in einer nicht unangenehmen Bassstimme dilettiert. Und ich habe bei privaten Zusammenkünften, vornehmlich im Hause eines hier in dieser Stadt sehr angesehenen Spediteurs, unter lauter liebenswürdigen Leuten, die das alles sehr ernst genommen haben, den Sarastro und den Sprecher gesungen. Und keine Kirche in dieser Stadt, geehrte Herren, welche ich nicht an jedem zweiten Sonntag mindestens meinen Bass hören habe lassen. Die Musik ist erfahrungsgemäß die Kunst, in welche die Mediziner vernarrt sind. Und jeder Zweite spielt an den Abenden Geige oder Klavier. Und wenn Sie sich in den Wohnungen der Ärzte umsehen, entdecken Sie ganze Galerien von Klavierauszügen aller möglichen Opern. Und wie Sie wissen, sind die besten Musiker aus alteingesessenen Ärztefamilien hervorgegangen. Tritt ein Virtuose auf, können Sie mit Sicherheit sagen, er entstammt einer Arztfamilie. Oder es handelt sich um die Kinder von Fleischhauern, die sich in den Konservatorien oder Akademien ausbilden lassen. Charakterisiert. Manche Individuen erscheinen beim Sitzen normal, geehrter Herr, stehen sie aber zu klein. Sie selbst sind dafür das beste Beispiel. Sie haben zu kurze Extremitäten, während ihr Rumpf normal ist. Das kommt vor allem bei chondrodystrophischen Zwergen vor. Spät, mein Kind. Spät, mein Kind. Das ist rücksichtslos. Meine große Geduld. Aber der Vater verdient eine rücksichtslose Tochter. Alle Welt bewundert dich. Aber ich schäme mich. Mich schmerzt die Schizophrenie meiner Tochter. Ihr Herr Vater ist schon 2 Stunden in der Oper. Sie kennen seine Nervosität, er ist nicht zu beruhigen. Da habe ich ihm von meiner Tätigkeit erzählt. Ich bewundere die Aufmerksamkeit Ihres Vaters. Sehen Sie? Sie ist da. Ist es auch der letzte Moment? Immer im letzten Moment. Das ist rücksichtslos. Gleich ist die Ouvertüre. Es ist immer das Gleiche. Sie bedenken nicht, Sie vergessen immer. Die Geschicklichkeit der Frau Vargo. Das geht alles sehr schnell. Ein kurzer Prozess mit den Kostümen. Das ist rücksichtslos. Zuerst unter den schwierigsten Umständen die Tochter studieren lassen. Dann unter den fürchterlichsten Umständen ununterbrochen Zeuge ihrer Rücksichtslosigkeit. Das dürfen Sie nicht sagen, geehrter Herr. Ihre Tochter ist die disziplinierteste. Wenn Sie wüssten, was für eine ungeheure Schlamperei herrscht in diesem Hause. Und nicht nur in diesem Hause. Es ist ein Wunder, dass Ihre Tochter überhaupt auftreten kann, unter diesen fürchterlichsten Umständen, in diesem Narrenhaus. Und dass sie sich durchgesetzt hat, dazu hat sie ins Ausland gehen müssen. Jetzt, wo sie berühmt ist, kann sie sich hier behaupten. Wäre sie nicht weggegangen, sie wäre heute nicht, was sie heute ist. Wäre sie da geblieben, ihre Kollegenschaft hätte sie zertrampelt. Sie wäre in Intrigen erstickt, sie hätte längst aufgegeben. Bestenfalls wäre sie nichts anderes als Operette. Oder sie hätte sich zur Geliebten des Intendanten degradiert.
Durch Rücksichtslosigkeit, vor allem gegen sich selbst, ist sie zu der berühmtesten aller Koloratursängerinnen geworden, die heutzutage auftreten. Bedenken Sie, was es sie gekostet hat, die unglaubliche Nervosität zu überwinden, die sie noch vor 5 oder 6 Jahren an der Ausübung ihrer inzwischen längst erreichten Künstlerschaft gehindert hat. Natürlich leidet jetzt die Umgebung darunter, an dem, was sie heute ist. Aber ihre Umgebung, geehrter Herr, das müssen Sie zugeben, hat sie ja zu dem gemacht, dass sie ist. Ihre Umgebung hat nichts anderes haben wollen. Sie haben eine Tochter, die die berühmtesten Koloraturen der ganzen Welt singt. Wenn Ihnen das nicht genügt, müssen Sie verzweifeln. Konsequenterweise müssen Sie sich umbringen. Was hier in nächster Nähe Ihrer Tochter vor sich geht, ist zweifellos karg und künstlich, geehrter Herr. Aber damit hat sich die Umgebung zweifellos abzufinden. Wir haben es mit einem erstaunlichen Theater, mit einer theatralischen Eiseskälte zu tun, geehrter Herr. Nicht mit einem unterhaltenden, elementaren Schauspiel. Es ist ganz klar, dass die Umgebung eines solchen Phänomens, handelt es sich noch dazu um eine Koloratursopranistin von solcher Berühmtheit, zur Bewegungslosigkeit und zur Bedeutungslosigkeit verurteilt ist. Natürlich muss man erschrecken an der Begrifflosigkeit. Tatsache ist, dass ihre Tochter sich verändert hat. Ihre Redeweise ist eine andere, ihre Bewegungen andere. Aber die Medizin hat damit nichts zu tun, wie die Medizin ja überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun hat. Verstehen Sie? Dieser Irrtum ist völlig unbekannt, weil die Medizin überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun haben kann. Das wird nicht begriffen und stößt naturgemäß, geehrter Herr, auf vollkommene Ablehnung. Der Mensch interessiert die Medizin überhaupt nicht. Es handelt sich um eine Wissenschaft von den Organen, nicht um eine solche von den Menschen. Das Gewebe ist das Interessante, geehrter Herr. Nicht das darunter oder dahinter oder wie immer. Die Werkzeuge sind durchaus keine philosophischen. Die Stimme ihrer Tochter hat sich allerdings nicht verändert. Jedenfalls hat die Öffentlichkeit eine solche Veränderung noch nicht wahrgenommen. Die Öffentlichkeit hält immer den Zeitpunkt für gekommen, wenn er längst vorbei ist. Überhaupt hat die Öffentlichkeit kein Ohr für Veränderungen. Aber ich bin sicher, Sie sehen, was ich sehe. Dass die Natur ihrer Tochter in einem Prozess begriffen ist, der sie von Grund auf verändert hat. Ihr Fehler ist, dass sie, was sie betrachten, immer als das Gleiche anschauen. Das ist zweifellos der elementarste Irrtum. Wenn ich ihr sage, dass ich 3 Stunden ohne Binden gegangen bin, glaubt sie mir nicht. Zwischen Ihnen, geehrter Herr, und ihre Tochter ist nichts als das Misstrauen. Ursache aller möglichen Krankheiten, geehrter Herr. Dass ich ohne Binden durch alle diese Straßen und an Hunderten und Tausenden von Menschen vorbeigegangen bin. Allerdings kenne ich diese Wege. Als Kind bin ich alle diese Wege gegangen. Obwohl alles ganz anders ist heute. Die Struktur der Wege ist die gleiche. Ja, die Struktur ist die gleiche. Wege, die man als Kind geht, die man oft geht in der Kindheit, geehrter Herr. Ganz einfach solche Wege, die man längere Zeit geht, geehrter Herr, kann man auch blind gehen. Wenn Sie mir die Augen zubinden, finde ich durch die ganze Stadt mein Vaterhaus, geehrter Herr. Das bereitete mir keinerlei Schwierigkeiten. Sie glaubt natürlich nicht, was ich sage. Sie hat mir noch nie geglaubt. Ihre Mutter und Sie, meine Tochter, lieber Doktor, waren nichts anderes als eine Verschwörung gegen mich. An ein Aufkommen gegen die beiden war nicht zu denken. Dadurch bin ich von Anfang an geschwächt gewesen. Nach dem Tod meiner Frau, ihrer Mutter, glaubte ich an eine Besserung dieses Zustands. Aber dieser Zustand besserte sich nicht. Im Gegenteil, eine Verschlimmerung dieses Zustands ist eingetreten. Sie glaubt, wenn sie mich auf die Stirn küsst, das sei genug. Alle ihre Handlungen sind gegen mich. Der Vater büßt.
für die Unsinnigkeiten, Unwahrheiten, Ungeheuerlichkeiten. Wer die Zeit so stark empfindet, wie Sie, geehrter Herr, und alles so ernst nimmt, leidet natürlich unter jedem Atemzug. Das ist eine Veranlagung. Die Natur ist dadurch eine unerträgliche. Zweifellos sind solche Menschen wie Sie zu bedauern. Der Lohn ist immer Verachtung. Dass ich den ganzen Tag und die halbe Nacht, wie Sie wissen, trinke, hat seine Ursache. Schließlich muss man die Beherrschung verlieren. Für die Außenwelt ist eine Komödie, was in Wirklichkeit eine Tragödie ist, geehrter Herr. Zwei Flaschen an einem Tag. Wenn man Ihnen die zwei Flaschen entzieht, gehen Sie ganz erbärmlich zugrunde. Es ist mir zur Gewohnheit geworden. Man flüchtet in eine unsinnige Tätigkeit. Und sei es, dass man von einem bestimmten Zeitpunkt an nur mehr noch trinkt oder auf und ab geht oder die ganze Zeit nur mehr noch mit Kartenaufschlagen verbringt, mit Handlesen der eigenen Hände, geehrter Herr, oder mit Briefe schreiben oder mit wahnsinniger Lektüre, dass man jedes Mal, wenn man aufwacht, wieder ein Medikament einnimmt, um wieder einzuschlafen. Und so jahrelang, jahrzehntelang, geehrter Herr. Denn manchmal dauern die verrücktesten Zustände, die einer hat, eine Ewigkeit. Einmal glauben wir, die Literatur. Einmal glauben wir, die Musik. Einmal glauben wir Menschen, aber es gibt kein Mittel. Da das bedeutungslos ist, trinke ich jetzt schon die längste Zeit nur noch den billigsten Schnaps. Der Inhalt der Flasche ist mir gleichgültig. Andererseits ist die Trunksucht ein Kunstmittel. Zwischen zwei Sätzen erzwingt ihre Tochter sich ein Nachdenken. Das ist die bemerkenswerteste Neuigkeit, von welcher für mich, geehrter Herr, eine unglaubliche Faszination ausgeht. Dass die Krone nicht wackelt auf meinem Kopf. Die Beschwerden, die Sie haben, sind nichts als Einbildung. Sie sind die gesündeste. Allerdings schämen Sie sich, gesund zu sein. Sie sehen eine Schande darin. Dann ist sie, geht man längere Zeit mit ihr, schweigsam. Es ist auffallend. Ihr Lieblingswort ist das Wort Luft. Sehr oft gebraucht sie das Wort Szenenwechsel. Auch das Wort selbstherrlich. Und die Wörter Umstand und Zustand kommen alle Augenblicke in dem, was sie spricht, vor. Auch scheint sie sich auf die deutsche Sprache nicht mehr zu verlassen. Sie gebraucht auffallend viel englische und französische Wörter. Heute singt sie die Königin der Nacht zum 222. Mal. Ich habe einen Tisch bei den drei Husaren reservieren lassen. Das Kostüm ist ausgebürstet worden, die Krone ist poliert worden. Der Regieassistent entschuldigt sich wegen seiner vorlauten Redeweise. Den Empfang bei den Musikfreunden habe ich abgesagt. Absagen! Absagen! Wir müssen alles absagen. In Zukunft alles absagen. Verstehen Sie? Wir sagen in Zukunft alles ab. Nicht wahr, Doktor? Wir sagen zukünftig alles ab. Früher haben wir überall teilgenommen. Jetzt sagen wir alles ab. Wir gehen nirgends mehr hin. Wir haben schon alles gesehen, alles gehört. Uns ist alles auf der Welt vertraut. Wir kennen Sie. Wir brauchen nichts mehr. Nichts, nichts. Wir haben schon alles gehört. Wir haben schon alles gesehen. Nicht wahr? Wir kennen alles. Uns ist alles bekannt. Wir kennen alle Opern, alle Schauspiele. Wir haben alles gelesen. Und wir kennen die schönsten Gegenden auf der Welt. Und insgeheim hassen wir das Publikum. Nicht wahr? Unsere Peiniger. Wir treten auf
und verabscheuen, was wir kennen. Es liegt in der Natur der Sache. Sie haben recht, Doktor. Es liegt alles immer in der Natur der Sache. Solange ich die Koloraturen heraufbringe, trete ich auf. Die zweifellos berühmtesten Koloraturen. Ihr Herr Vater ist 3 Stunden und stellen Sie sich vor, ohne Binden durch die Stadt gegangen. Glauben Sie ihm kein Wort. Alles Lüge, was er sagt. Ein Blinder ohne Binden kommt nicht weit. Die Leute stoßen ihn nieder. Sie zertrampeln ihn. Lügner! Ihr Herr Vater ist durchaus glaubwürdig. Glaubwürdig? Glaubwürdig? Ja, das weiß ich. Wie ich höre, fahren Sie nicht mit mir nach Paris. Ich bin erschöpft. Tatsächlich, ich bin erschöpft. Mein Vater ist trunksüchtig und ich bin erschöpft. Eine Reise nach Paris ohne die geringste Verpflichtung. Stellen Sie sich vor, auf einer solchen Reise regenerieren Sie sich vollkommen. Und er? Meiner Ansicht nach... Ich kann ihn unmöglich allein lassen. Sie sehen ja selbst, dass er nicht zur Vernunft zu bringen ist. Er weigert sich, auf das zu hören, was ihm gesagt wird. Jetzt sind es 2 Flaschen. In einem halben Jahr sind es 3. Ich brauche keine Reise, Doktor. Das Gegenteil, Doktor. Eines Tages werde ich umsonst warten. Diese fortwährenden Beteuerungen. Natürlich alt werden. Alt werden, nicht sonst. Mehr Rot auf die Wangen, mehr Rot. Andererseits, nein, machen Sie die Wangen weiß. Ganz natürlich weiß. Weiß natürlich. Zur Königin der Nacht passt weiß. Dickes Weiß. Da haben Sie recht. Ganz dickes Weiß. Sie sind ja so schweigsam, Doktor. Ich wiederholte die Leichenöffnung. Setzen Sie sich doch. Ich wollte gerade Cigos-Unterscheidungen. Wissen Sie? Typus respiratorius, Typus digestorius, Typus muscularis, Typus cerebralis. Typus cerebralis, Typus muscularis, Typus digestorius. Digestorius, geehrter Herr, digestorius. Digestorius. Meine Beschäftigung interessiert Ihren Herrn Vater. Er ist der aufmerksamste Zuhörer, der sich denken lässt. Auf dem Spaziergang heute Nachmittag wollte er unbedingt die Zergliederung des Gehirns erklärt haben. Meine Zeit war aber zu kurz. Ich hatte im Institut zu tun. Aber ich versprach ihm vor der Vorstellung, hier in der Garderobe einen Kurs zu geben. Und da wir so lange warteten, hatte ich Gelegenheit, mehrere Details vorzubringen, die ich noch nicht vorgebracht habe. In der Kantine, wo wir die Flasche kauften, gestand ihr Herr Vater seine große Zuneigung. Um nicht das Wort Liebe sagen zu müssen zu Ihnen, er hängt mit seinem ganzen Wesen an seiner Tochter. Soll ich die Krone aufsetzen? Nicht jetzt, noch nicht. Den Gürtel. Den Gürtel. Also sagte ich zu Ihrem Vater mehrere Male das Wort Peritonitis, weil er durch ein plötzliches lautes Durcheinandersprechen vor der Garderobe, wahrscheinlich handelt es sich um Musiker, um Orchestermusiker, nicht verstand, was ich sagte. Nach anderer Einteilung, sagte ich, unterscheiden wir den pyknischen Typus, den Leptosomentypus, den athletischen Typus. Beim pyknischen Typus stark entwickeltes Abdomen, gedrungener Thorax, Fettansatz etc. Eine extreme Form des Leptosomentypus ist der Typus asthenicus, auch als Habitus phthisicus bezeichnet. Richtig. Der subkutane Fettpolster zunächst im Bereich des Abdomens, aber auch im Bereich der Extremitäten ist zu prüfen. Bei Leuten mit außergewöhnlich reichem subkutanem Fettpolster vermuten wir, dass die eine Erkrankung innersekretorischer Drüsen hatten. Zum Beispiel der Hypophyse. Dystrophia adiposogenitalis etc. Dieses Trinken und dieses Herumreisen, dieses fortwährende, beiderseitige Zusammensein muss ein Ende haben. Mein Vater ist ein völlig heruntergekommener Mensch, weil ich nachgegeben habe, weil ich schwach geworden bin. Und ihn, obwohl ich gewusst habe, wohin das führt,
wieder mitgenommen habe auf meine Reise nach Amerika und nach Australien. Der größte Fehler ist gewesen, dass ich ihn nach Skandinavien mitgenommen habe. Dort hat er sich das Trinken von Schnaps angewöhnt. Seither kein Tag mehr ohne das unaufhörliche Trinken aus der Flasche. Gewöhnlich nützt es nichts, wenn man einem Trunksüchtigen die Flasche entzieht, ihm die Möglichkeit nimmt zu trinken. Einem Trinker kann man nicht helfen. Wenn Sie mir doch die Haare feststecken! Jedes Mal glaube ich, selbst unter der Krone, dass ich meine Haare verliere. Ein entsetzliches Gefühl, wirklich, ein entsetzliches Gefühl. Wenn Ihr Herr Vater wenigstens auf mehrere Wochen ins Gebirge ginge, dort haben Sie doch dieses schöne, einsam und vollkommen abseits gelegene Haus in der guten Gebirgsluft. Wenn sich Ihr Herr Vater dort mit einfacher Arbeit, Beschäftigungen beispielsweise wie Holzhacken oder Beerenpflücken die Zeit vertriebe, nichts Intellektuelles. Auf keinen Fall dürfte er sich mit Büchern oder gar mit Philosophie beschäftigen. Denn daran verschlimmert sich zweifellos sein Zustand. In frischer Luft gehen und besondere Sorgfalt auf die Mahlzeiten legen. Und natürlich in dem Bewusstsein, dass Sie immerfort an ihn denken. Gleich, wo Sie sind, und sei es die entfernteste Entfernung. Wenn Blumen kommen, schicken Sie sie sofort in das Altersheim. Wenn jemand nach mir fragt, keine Auskunft. Wenn es sich um Einladungen handelt, ablehnen. Werden Briefe abgegeben, stecken Sie sie ein. Aber belästigen Sie mich nicht damit. Ich gebe keine Autogramme mehr. Mir ist nichts mehr verhasst. Außerdem haben wir keinen Tee mehr. Besorgen Sie Tee und nähen Sie mir die Knöpfe an meinen Wintermantel. Du bemühst dich, aber es ändert sich nichts. Wie ich mich bemühe und sich nichts ändert. Wenn man sich ein solches Unglück leisten kann, eine Verwahrlosung von innen heraus nach außen. Sagen Sie selbst, ist es nicht fürchterlich, über 200 Mal die gleiche Partie zu singen? Gehetzt werden durch sämtliche Opernhäuser, von den Zauberflötenkoloraturen getrieben. Es ist ein Höhepunkt, absolut ein Höhepunkt. Ein Höhepunkt, geehrter Herr. Ein Höhepunkt. Das Genie ist eine Krankheit. Der ausübende Künstler, eine solche Entwicklung, ist ein Krankheitsprozess, den die Öffentlichkeit mit der höchsten Aufmerksamkeit verfolgt. Eine Stimme, eine solche Koloraturstimme wie die Ihrer Tochter, geehrter Herr, beobachtet die Menge wie auf dem Seil, in ständiger Angst, sie könnte abstürzen, als hätten wir es mit einem menschlichen Wesen zu tun. Alles nichts als Empfindung. Eine solche Stimme ist eine Kostbarkeit, geehrter Herr, und durchaus nicht alltäglich. Tausende werden ausgebildet, aber nur eine einzige bewundern wir schließlich. Ich selbst habe eine traurige Kindheit gehabt, während meine Tochter immer verhätschelt worden ist. Aber nur bis zu dem Augenblick, in welchem sie in die Akademie eingetreten ist. Sie hat einen Freiplatz bekommen, schon im ersten Jahr. Ein Begabtenstipendium. Der Präsident der Akademie hat erkannt, dass es sich um ein Talent handelt bei meiner Tochter. Es müsste doch eine ungeheure Befriedigung sein, die Gewissheit, einen Mechanismus als Tochter zu besitzen oder eine Tochter als Mechanismus berühmt und unvergleichlich, der die Theaterwelt verzaubert, geehrter Herr. Sie ist ungezogen und rücksichtslos und unbelehrbar. Sehen Sie doch! Die Schönheit Ihrer Tochter wie keine zweite. Ihr Vater sollte nicht so viel trinken. Davon spricht ja auch der Doktor, dass die Natur nicht zu ändern ist. Alles immer wieder sagen, immer wieder das Gleiche. Wenn Sie beide sich entschließen könnten, wenigstens eine kurze Zeit auseinanderzugehen. Ihr Herr Vater trennt sich. Das Gleiche. Wenn Sie beide sich entschließen könnten, wenigstens eine kurze Zeit auseinanderzugehen. Ihr Herr Vater trennt sich von Ihnen, seiner Gesundheit zuliebe. Sie trennen sich von Ihrem Vater, Ihrer Kunst zuliebe. Denn ständige Nervenanspannung, wenn wir sie als sinnlos bezeichnen müssen, schwächt die Stimme. Dann singen Sie auf einmal die Koloraturen nicht mehr mit einer solchen erstaunlichen Leichtigkeit.
Tragen Sie Weiß auf. Viel Weiß. Das Gesicht muss ein vollkommen künstliches Gesicht sein. Mein Körper, ein künstlicher, alles künstlich. Wie Sie wissen, Frau Vargo, handelt es sich um ein Puppentheater. Nicht Menschen agieren hier. Puppen. Hier bewegt sich alles unnatürlich, was das Natürlichste von der Welt ist. Dickes Weiß, Frau Vargo. Sparen Sie nicht mit Schminke. Sparen Sie nicht. Dickes Weiß, sehr dickes Weiß. Das Weiß dick. Das unterstreicht die Künstlichkeit. Das unterstreicht die natürliche Künstlichkeit. Sind die Nähte fest? Ist alles fest angenäht? Fortwährend habe ich Angst, dass, wenn ich den Arm hebe, das Kostüm zerreißt. Dass nichts auseinanderreißt, Frau Vargo. Das ist entsetzlich. Plötzlich zerreißt das Kostüm unter dem Arm. Und das Publikum bricht in Gelächter aus. Es reißt, dass nichts auseinanderreißt. Plötzlich diese Bewegung. Es ist schon wieder zerrissen! Es ist schon wieder zerrissen! Wenn ich den Arm aufhebe, hebe ich den Arm! Aber Frau Vargo! Sehen Sie, Doktor, immer wieder sage ich, alles fest zusammennähen und es zerreißt. Das ist ein Unglück! Kurz vor dem Auftreten zerreißt das Kostüm! Es ist immer das Gleiche. Kurz vor dem Auftritt zerreißt es. Das ist doch unsinnig! Das ist gemein, Frau Vargo! Immer wieder sage ich, feste Nähte, die Nähte fest! Dann hebe ich den Arm und das Kostüm zerreißt. Unmittelbar vor dem Auftritt. Das ist unentschuldbar, Frau Vargo. Haben Sie denn keinen Spezialzwirn, Frau Vargo? Wie oft sage ich, verschaffen Sie sich einen Spezialzwirn. Aber es ist immer das Gleiche. Das Kostüm wird mit einem ganz gewöhnlichen Zwirn zusammengenäht und zerreißt natürlich an der heikelsten Stelle. Dadurch wird meine Tochter so nervös. Dadurch verpatzt sie unter Umständen eine Koloratur. Und die ganze Vorstellung ist in Gefahr, Frau Vargo. Warum nähen Sie mir denn nicht von vornherein das Kostüm so, dass es nicht zerreißen kann? Dass ich mich in dem Kostüm bewegen kann, wie ich will. Es ist schon 100 Mal zerrissen. Als ob dieses Zerreißen des Kostüms zur Oper gehörte. Das muss Ihre Tochter ja nervös machen. Immer die gleiche Prozedur, Doktor. Ich hebe den Arm und das Kostüm zerreißt. Das ist das, was mich verrückt macht. Kein Mensch versteht meine Nervosität. Dabei macht mich dieses Zerreißen des Kostüms verrückt. Kein Mensch weiß, was ich mitmache. Dass meine Umgebung die unverlässlichste ist. Alles ist hier unverlässlich. In diesen Theatern und Opernhäusern wimmelt es von unverlässlichen Leuten. Hier herrscht nichts als der Dilettantismus. Und die Schadenfreude. Die Schadenfreude natürlich. Es ist fürchterlich, Doktor. Tatsächlich. Es ist fürchterlich. Eine Katastrophe! Eine Katastrophe, Frau Vargo! Es eilt. Hören Sie, Frau Vargo? Es eilt! Die Ouvertüre. Die Ouvertüre! So rasch habe ich die Ouvertüre noch gar nie gehört. Auf einmal die drei Damen auf der Bühne. Immer zu spät und immer alles im letzten Moment. Jedes Mal eine Katastrophe. Das ist rücksichtslos, mein Kind. Wenn man dazu einen Vater hat, der nichts versteht und der insgeheim hasst, was man tut. Es eilt, Frau Vargo. In den heutigen Opernhäusern ist andauernd Katastrophenstimmung. In den Theatern insgesamt funktioniert nichts. Hey, Frau Vargo, die drei Damen sind schon auf der Bühne. Die drei Damen sind schon auf der Bühne, mein Kind. Oh, so. Im letzten Moment. Jetzt kann nichts mehr zerreißen, gnädige Frau. Konzentration. Nichts als Konzentration. Konzentration ist das Wichtigste. Der Korrepetitor müsste die Nachmittagsstunde vorverlegen. Dann fragen Sie, ob... Heben Sie den Arm, damit Sie beruhigt sind. Sehen Sie, nichts zerreißt. Jetzt ist alles fest. Die Frau Vargo hat alles so fest als möglich angenäht. Ich habe ja beobachtet, wie fest sie die Nähte zugenäht hat. Die drei Damen sind schon auf der Bühne. Tatsächlich ist die Schlange schon erlegt. Diese unangenehme Tenorstimme, ein ganz und gar unerträglicher Tamino. Ein ganz sogar unerträglicher Tenor und ein ganz sogar unerträglicher Dirigent. Und die bedeutendste Oper in der Operngeschichte. Die Krone! Die Krone nicht vergessen! Die Krone,
Natürlich die Krone. Befestigen Sie sie so, dass sie nicht herunterfallen kann. Es ist schon vorgekommen, dass eine Königin der Nacht die Krone verloren hat. Mein schönes Kind. Stellen Sie sich vor, wenn auf der Bühne, wenn mitten auf der Bühne, geehrter Herr, das Kostüm Ihrer Tochter unter dem Arm zerreißt, zuerst unter dem rechten, dann unter dem linken, zweifellos eine Katastrophe. Dieses probeweise Aufheben der Arme halte ich für eine unbedingte Notwendigkeit. Indem, dass man hasst, agieren zu müssen, weil man Talent unter Umständen, geehrter Herr, Genie hat oder weil man dazu von allen möglichen Umständen, beispielsweise vom eigenen Vater, gezwungen ist, ist fürchterlich. Theater, insbesondere die Oper, geehrter Herr, ist die Hölle. Thank you.
Eine ausgezeichnete Vorstellung. Die Darstellungsweise, exzellent, abgesehen vom Dirigenten. Diese Gefühllosigkeit der Partitur gegenüber, Künstlichkeit. Erstaunlich, die Reaktionsunfähigkeit des Publikums. Fantasiearmut, geradezu lähmende Dummheit. Falsche Einsätze, einen Augenblick Angst, ständig Angst, tatsächlich ununterbrochen Angst, wie in Covent Garden, wie in Covent Garden, wie man eine Inszenierung auf unerträgliche Weise zerrücken kann, keine Exaktheit, geehrter Herr, Vorzüglichkeit der Darsteller, der Sänger, aber keine Exaktheit, es nützt durchaus nichts. Du hörst, du siehst nicht. Aber du hörst. Und er hört mit einer unglaublichen Sicherheit alles. Das Unbedeutendste. Wer nicht sieht, hört unglaublich. Die heutige Vorstellung war um 10 Minuten kürzer als die Premiere. Diese fortwährende Angst, glauben Sie mir. Ausgezeichnete Plätze. Natürlich an Fritz Busch? Nein. Jedes Mal denke ich, es ist das letzte Mal, dass ich aushalte, dass ich durchhalte. Noch einmal und noch einmal und noch einmal, auf einmal nicht mehr, nie mehr. Was wir vermissen, ist die Präzision, die Exaktheit, die Rücksichtslosigkeit, die äußerste Künstlichkeit. Wir vermissen das äußerste Künstliche, wie die Partitur. Aber was wir lesen in den Zeitungen, ist von einer erschreckenden Einfalt. Wie, was einen nicht studiert hat und also nicht kapiert hat, beschreibt diese Unverschämtheit, geehrter Herr. Reduktion, geehrter Herr. Kargheit, Künstlichkeit. Wenn Sie, Winter, begriffen haben, dass alles das Bedenklichste ist, dass man sich auf nichts verlassen kann, dass alles ein Grund zu Misstrauen und zu Verachtung ist, wenn Sie mit offenen Augen agieren und eine rücksichtslose Sektion machen, die Gegenwart zu einem philosophischen Zustand. Ein ganz außerordentlicher Erfolg, gnädige Frau. Die Zeitungen... Lüge, Winter. Alles Lüge, Winter. Organe der Unzuständigkeit. Jeder ein Maul, das ununterbrochen Gemeinheit, Niedertracht erbricht. Sie wissen, je vrai Chambertin, nicht zu kalt, nicht zu warm. Andererseits eine solche Öde ohne Zeitungen. Bringen Sie dem gnädigen Herrn das Weißbrot gebäckt. Die Luft ist in der Oper zum Schneiden. Ich habe immer Angst, dass der eiserne Vorhang herunterfällt. Ihr alter Traum, dass Sie vom eisernen Vorhang zerquetscht werden. Hören Sie, die gnädige Frau hat noch immer Angst, dass sie vom eisernen Vorhang zerquetscht wird. Sie erinnern sich? Davon hat die gnädige Frau immer gesprochen. In der Metropolitan Oper ist tatsächlich während der Vorstellung der eiserne Vorhang heruntergefallen. Aber es ist niemand verletzt worden. Ich glaube, während einer Vorstellung von Fidelio. Mit Kirsten! Mit Kirsten Flagstaff! Vor 12 Jahren! Eine Vorstellung, die Fritz Busch dirigiert hat. Der für Bruno Walter eingesprungen ist. Tatsächlich. Ich erinnere mich, Busch ist für Walter eingesprungen. Winter, Winter! Bringen Sie Mineralwasser, Winter. Jedes Mal sage ich, das letzte Mal. Nicht mehr auftreten,
Schluss machen, aus. Wenn es sich darum handelt, auf dem Höhepunkt zurückzutreten, Schluss zu machen auf dem Höhepunkt der Vitalität, der Kunst, des Ekels vor der Kunst. Der Zeitpunkt ist noch nicht da. Wenn ich vertrauen könnte. Aber es ist kein Mensch, dem ich vertraue. Vertrauensselig. Das ist abgeschlossen. Vorbei. Dass das Mineralwasser ist, das glaube ich. Dass das Mineralwasser ist, Winter. Sonst nichts. Sonst glaube ich nichts. Überhaupt nichts. Gar nichts. Nur, dass das, was Sie mir jetzt einschenken, Mineralwasser ist. Der erblindete, ermüdet naturgemäß rascher und intensiver als der andere. Aber die Plumpheit der Menge ist eine Tatsache. Kein Mensch, der mit einer größeren Intensität Zeuge ihrer Kunst ist. Dann, nach der Vorstellung, wenn alles vorbei ist, dieser grenzenlose Appetit. Wenn es sich um ein mit Recht so berühmtes Lokal wie die drei Husaren handelt. Haben Sie gehört, Winter? Wenn es sich um ein so berühmtes, mit Recht so berühmtes Lokal wie die drei Husaren handelt. Es ist kein Essen, es ist Extravaganz. Diese Bemerkung ist für Sie bezeichnend, Doktor. Die klare Suppe und ein philosophischer Gegenstand, das Bistek Tartar und der Gedanke an Selbstvernichtung beispielsweise. Die Schwierigkeit, unter ganz anderen Verhältnissen immer exakt zu singen. Die gleiche Partie exakt zu singen. Temperaturschwankungen, Bewusstseinsschwankungen natürlich. Bei kaltem Wetter anstrengender oder nicht so anstrengend wie bei warmem. In Paris anstrengender als in Buenos Aires. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Meine Tochter beherrscht die Schwankungen in der Natur. Ein Schritt zu viel. Oder ein zu großer Schritt. Eine Unachtsamkeit lächerlichster Natur. Eine Unaufmerksamkeit des Partners. Und alles fällt auseinander, geehrter Herr. Sie stellt sich auf die verrückteste Situation ein. Einmal ist es ein spanischer, einmal ein italienischer, einmal ein englischer, einmal ein deutscher Dirigent. Sie hat sich zur Spezialistin entwickelt. Spezialistin? Mit der Angst und mit der Geläufigkeit, mit der Unsicherheit und mit der Rücksichtslosigkeit vergrößert sich die Gage. Natürlich vergrößert sich die Gage. Aber jetzt machen Sie die Willen unglücklich. Was man will, einerseits ist, was man dann gar nicht will. Bei den drei Husaren muss man unbedingt Zwiebelrostbraten oder ein Bistek Tartar essen. Zwiebelrostbraten oder ein Bistek Tartar. Es sich selbst zusammenstellen, selbst mischen, zerquetschen, selbst. Dafür hat Winter Verständnis. Nicht wahr, Winter? Dafür haben Sie Verständnis. Ein verlässlicher, nie aus der Rolle fallender Mann. Auch Skorpion, wie ich. Mein Vater sitzt immer in der 12. Reihe. In der Mitte der 12. Reihe. Er sitzt immer auf dem gleichen Platz. In der 12. Reihe höre ich am besten. Links und rechts von ihm sitzt niemand. Für Arme und Hände braucht er die zwei Plätze neben sich. Ein solcher Mensch wie Ihr Herr Vater hat ein ungemein ausgebildetes Gehör. Er hört alles. Naturgemäß. Eine nicht exakte Koloratur schmerzt ihn tagelang. Dann spricht er nichts. Schweigt. Wenn man sein ganzes Vermögen in eine solche Stimme gesteckt hat und alles in Erfüllung gegangen ist? Er hat sich immer gewünscht, dass ich in Covent Garden die Königin der Nacht singe. Und jetzt habe ich schon 20 Mal in Covent Garden gesungen. 20 Mal? Wenn wir etwas erreicht haben, und sei es das Höchste, sehen wir, dass es nichts ist. Nichts? Nichts. Am Ende nichts. Es ist eine Tortur, geehrter Herr. Und die Intelligenz, eine furchtbare. Seit mein Vater die Binden hat, habe ich keine so große Angst mehr um ihn. Die Gesellschaft ist die rücksichtsloseste.
Zeigt ein Mensch eine Schwäche, wird diese Schwäche ausgenützt. Darauf beruht alles. Nützt. Darauf beruht alles. Wenn Sie im Park hin und her gehen vor der Vorstellung, denken Sie währenddessen nicht, dass Sie einmal versagen könnten, dass Ihnen plötzlich eine Koloratur nicht gelingt. Wenn Sie in die Oper hereingehen, dass Sie einen Skandal entfesseln, indem Sie auf einmal Ihre Kunst nicht mehr beherrschen. Die Künstler existieren, glaube ich, in ständiger Angst vor dem augenblicklichen Verlust ihrer Künstlerschaft. Ein Sänger, dass er plötzlich nicht mehr singen kann. Ein Schauspieler, dass er auf einmal den Text verliert. Etc. Zweifellos hätte ich selbst fortwährend diese Angst und wäre denkbar ungeeignet für die Ausübung einer Kunst. Die Wissenschaft ist ja bewusst beruhigend. Die Medizin kennt den Angstbegriff überhaupt nicht. Darf ich Ihnen einschenken, geehrter Herr? Die Medizin... Aber was erklären, wenn doch überhaupt nichts erklärt werden kann? Wenn doch überhaupt... Vor der Vorstellung gehe ich natürlich meiner Person aus dem Weg. Ich lenke mich ab. Ich horche. Ich höre. Ablenkung. Aber natürlich ist Ablenkung unmöglich. Natürlich gehe ich ihm aus dem Weg. Ich entziehe mich ihm einfach. Habe ich mich ihm entzogen, beruhige ich mich. Es ist alles vorbereitet. Du gehst in die Berge. Ich will die Tournee allein machen. Ist es etwas Wichtiges? Hört er nicht? Plötzlich verliert er auch das Gehör. Winter! Ein Telegramm, Winter. Notieren Sie. Königliche Oper Stockholm. Königliche Oper Stockholm. Haben Sie? Königliche Oper Stockholm. Wegen plötzlicher. Hören Sie, Doktor. Wegen plötzlicher schwerer Erkrankung. Einhaltung der Verpflichtung? Haben Sie? Hören Sie, Doktor? Einhaltung der Verpflichtung? Unmöglich! Bedauere Absage außerordentlich, etc. Das sofort, gleich jetzt. Aber Sie sind doch... Überhaupt nicht krank, wollen Sie sagen. Natürlich! Ich bin überhaupt nicht krank. Nicht im geringsten. Aber ich fahre nicht nach Stockholm. Nicht nach Stockholm. Und nicht nach Kopenhagen. Auch nicht nach Kopenhagen. Winter! Schicken Sie auch nach Kopenhagen ein Telegramm. Notieren Sie. Königliche Oper Kopenhagen. Wegen plötzlicher schwerer Erkrankung. Einhaltung der Verpflichtung unmöglich. Bedauere Absage außerordentlich, etc. Beide Telegramme sofort. Ich fahre mit meinem Vater in die Berge. In die Berge, Doktor. Keine Koloratur. Nichts. Ich weiß, dass mein Vater den unangenehmen Geruch der Leute, die neben ihm in der Oper sitzen, nicht verträgt. Er hasst die Ausdünstung der Opernbesucher. Sie betäubt ihn. Und in so hohem Maße, glaube ich, wegen des Alkoholkonsums. Naturgemäß empfindet ein Alkoholiker die Ausdünstung seiner Mitmenschen, vor allem im Theater oder in der Oper, als etwas Entsetzliches. Ich habe noch niemals eine Vorstellung abgesagt, aber auf einmal... Während es zum ersten Mal die Lüge ist, ist es auf einmal möglicherweise eine Todeskrankheit. Widerspruch duldet sie nicht. Sie duldet keinen Widerspruch. Man muss die Kraft haben, abzusagen. Etwas abzubrechen, das zur Gewohnheit geworden ist. Eine Vorstellung absagen. Oder... Oder? Oder mitten in der Vorstellung, beispielsweise mitten in der Rache-Arie, aufhören zu singen. Die Arme fallen lassen.
das Orchester ignorieren, die Mitspieler ignorieren, das Publikum ignorieren, alles ignorieren. Dastehen und nichts tun. Und alles anstarren. Anstarren, verstehen Sie? Plötzlich die Zunge herausstrecken. Zuerst förmlich absagen mittels eines Telegramms. Aber dann plötzlich, urplötzlich, beispielsweise in der Metropolitan Oper oder in Covent Garden, an der wirkungsvollsten Stelle natürlich, einen Skandal entfesseln, eine Vorstellung platzen lassen, in die Hände klatschen, die Zunge herausstrecken und lachend abgeben. Lachend. Lachend. Verstehen Sie? Lachend. Meine Tochter ist einzigartig. Sie singt die kompliziertesten und die schönsten Koloraturen der Welt. Das heißt, sie ist mit Recht berühmt. Dass man sich nicht einmal einen Spaß erlauben kann. Ihre Tochter ist die berühmteste, neben ihr keine zweite. Plötzlich? Dem Publikum? Nein, nicht vor ihm nicht. Aber sagen Sie doch, was Sie sagen wollen. Ihr Herr Vater akzeptiert doch, was Sie tun, wo wir doch jetzt alle schon in ausgelassener Stimmung sind. In ausgelassener Stimmung? Winter, Winter! Winter! Was tun, wenn man etwas sagen will und nicht sagen kann, weil einem wenigstens einer leid tut? Winter, dem Publikum ins Gesicht spucken! Ha! Winter! Bringen Sie jetzt, Sie wissen, Koloraturmaschine, wo überhaupt keine Veranlassung dazu ist, keinerlei. Davon träume ich, das sehe ich immer, mitten auf dem Höhepunkt einen Skandal entfesseln. Das ist ungeheuerlich. Aber natürlich, Doktor, eine Perversität. Aber eine Natürlichkeit. Oder plötzlich, auf dem Höhepunkt, verrückt werden. Schuld sind die Eltern. Nicht vertrauenerweckend, Doktor. Hineingestoßen worden von den Eltern in eine einzige, ungeheuerliche Betrugsaffäre. Wenn wir uns zum Opfer unserer Disziplin gemacht haben, Totalopfer sind, Doktor. Die Künstlerin auf dem Höhepunkt ihrer Kunst. Ich weiß, was für ein Staccato, was für ein Staccato. Sie hätten meine Tochter in Florenz hören sollen. Die Zeitungen schrieben, jedes Mal, wenn sie auftritt, ist ihre Kunst eine noch perfektere Kunst. Die höchsten Ansprüche, Doktor, die allerhöchsten Ansprüche. Darum muss ich auch alles und jedes immer mehr anstrengen. In so hohem Maße anstrengen, Doktor, vor allem die Künstler, wie sie sich niemals vorher angestrengt haben. Die Künstler sind heute auf die Probe gestellt wie noch nie. Jedenfalls darf keine Rücksicht genommen werden. Die Künstler nehmen keine Rücksicht auf das Publikum. Umgekehrt nimmt das Publikum keine Rücksicht. Wer am Ziel ist, ist naturgemäß todunglücklich. Weil Sie nichts oder beinahe nichts sehen, hören Sie umso besser, geehrter Herr. Ein Mensch, der schlecht sieht, hört gut. Wie der gut hört, unter Umständen, geehrter Herr, schlecht sieht. Aber gute Ohren können natürlich niemals schlechte Augen ersetzen oder umgekehrt. Wenn Sie nur Ihre Tochter sehen könnten, es ist ein schöner Anblick, geehrter Herr. Wenn es sich darum handelt, alle diese Leute, die sie hasst, von ihrer Tochter fernzuhalten, aber die Menschenmenge wird immer beängstigender. Wir gehen ja schon die längste Zeit, nur mehr noch durch die Hintertüren. Gehen wir nicht allein. Alles, was wir tun, ist unter Kontrolle. Nur wenn wir uns in ein Separé flüchten, in die drei Husaren zum Beispiel, und hinter verschlossenen Türen sind. Aber wir werden immer angestarrt. Sie selbst bemerken diesen fürchterlichsten aller Zustände möglicherweise nicht mit einer solchen Deutlichkeit. Wir erfinden Schliche, aber das Publikum holt uns immer wieder ein.
atmen wir auf, geehrter Herr, überrascht uns das Publikum schon an der nächsten Ecke. Die Stimme Ihrer Tochter ist heute die vollkommenste gewesen. Hören Sie, geehrter Herr, vor allem dürfen wir den Brunetti-Meißel nicht vergessen, das Doppelrachiotom. Ich habe Ihrem Herrn Vater versprochen, bei den drei Husaren in meiner Erklärung der Leichenöffnung fortzufahren. Nicht zu vergessen die Durazangen. Vor allem muss sich Ihre Tochter vor Verkühlungen in Acht nehmen. Immer an der Grenze aller Krankheiten ist der menschliche Körper in ständiger Furcht, in Todesangst. Wir wachen auf und denken, wir sind verloren. Ein Schmerz, eine schmerzhafte Bewegung, geehrter Herr. Und wir glauben, wir sind am Ende. Es ist ein Schritt. Der Wunsch, tot zu sein, deshalb die Angst vor dem Ende. Der Zeitpunkt ist immer der günstigste. Der Zeitpunkt ist immer günstig. Sind wir unter Sängern oder Schauspielern, geehrter Herr, sind wir unter Intriganten. Es handelt sich darum, ein Geschöpf wie Ihre Tochter, ein solches Kunstgeschöpf vor der Kunstwelt in Schutz zu nehmen. Wie spät ist es denn, Winter? Halb zwei. Halb zwei. Halb zwei? Intensität, Geistesrücksichtslosigkeit. In jedem Fall ein tödlicher Prozess. Geehrter Herr. Wenn wir die Umstände und Zustände, die längste Zeit empfinden und plötzlich tot umfallen. Tot umfallen. Wir sehen einen theatralischen Künstler. Wir hören eine geschulte Stimme, eine Koloratursopranistin, geehrter Herr, auf einem Misthaufen, geehrter Herr. Die Kultur ist ein Misthaufen, auf welchem die theatralischen und die musikalischen gedeihen. Aber es ist ein Misthaufen, geehrter Herr. Man kann diesen unnatürlichen Zustand, den wir Existenz nennen, oder die menschliche Natur, hinausziehen. Künstlich, geehrter Herr. Aber dazu besteht keine hinausziehen. Künstlich, geehrter Herr. Aber dazu besteht keine Notwendigkeit. Andererseits will ich meine wissenschaftliche Arbeit fortführen, die Schrift, an welcher ich seit 20 Jahren arbeite, abschließen eines Tages. Dann ist zweifellos alles zerrissen. Die Existenz Ihrer Tochter ist gerade diesem mich vollkommen in Anspruch nehmenden Werk einer zwölfbändigen Arbeit über den menschlichen Körper, geehrter Herr, in höchstem Grade nützlich. Wahrscheinlich ist es allein die Existenz Ihrer Tochter, die mich die vor Jahren, bevor ich Ihre Tochter und Sie, geehrter Herr, kennengelernt habe, schon aufgegebene Schrift schließlich und endlich doch abschließen lassen wird. Unsere Handlungsweise ist naturgemäß eine dilettantische. Andererseits zerfällt alles, verschlimmert sich alles um Ihre Tochter herum. Die äußerste Konsequenz duldet nichts neben sich. Gerade jetzt singt sie so, wie noch keine vorher gesungen hat. Hektik, geehrter Herr, nichts als Hektik und die mit dieser Hektik zusammenhängende Verrücktheit.
Hörens, merken Sie sich, geehrter Herr, man eröffnet den Herzbeutel, indem man nahe der Herzspitze mit Pinzette und Darmschere oder mit dem Hirnmesser einen kleinen Einschnitt macht, den man V-förmig, geehrter Herr, nach beiden Seiten verlängert. Man achte auf den Inhalt der Perikardialhöhle. Normalerweise findet man eine geringe Menge trüber Flüssigkeit. Pathologisch kann man eitriges oder seröses Exudat, Blut oder Transudat, Hydroperikard, geehrter Herr, finden. Bei Concretio muss man das Herz mit dem adherierenden Herzbeutel sezieren. Als Anhaltspunkt der Vergleich mit der rechten Faust. Also der Herzschnitt, geehrter Herr. Man fasst die Vorderwand der rechten Kammer, zieht das Herz etwas nach abwärts und bekommt dadurch eine gerade Linie. Der sogenannte Rokitansky-Schnitt dient zur Eröffnung des linken Ventrikels, geehrter Herr. Man fasst den weiter vorn gelegenen Zipfel zwischen drittem und viertem Finger der linken Hand und fährt mit Zeigefinger und Daumen in die Öffnung des linken Ventrikels hinein und zieht das ganze so fixierte Herz nach abwärts. Die Aorta liegt unter dem Zipfel unmittelbar im Septum. Die rokitanskische Schnittführung hat den Vorteil, die Arteria pulmonalis zu erhalten. Es wird aber das Septum membranaceum und damit auch das Reizleitungssystem zerstört. Was die Herausnahme der Zunge und des Rachens betrifft, man entfernt den Holzklotz, wodurch der Hals überstreckt wird. Man präpariert zunächst mit dem Knorpelmesser das Unterhautzellgewebe am Hals weitgehend frei, fährt dann mit dem Zungenmesser unterhalb der Haut ein. Unterhalb der Haut ein? Legt es flach auf den Hals und führt es vorsichtig. Vorsichtig? In der Medianebene vor, bis man auf den Unterkieferknochen stößt. Dann hebt man das Messer in seinem Griff und geht in die Mundhöhle mit einem deutlich fühlbaren Ruck hinein, geehrter Herr, und durchtrennt den Mundhöhlenboden entlang des horizontalen Unterkieferastes. Er ist ein Leitgebilde, geehrter Herr. Ein Leitgebilde. Und ein Leitgebilde! Ebenso geht man auf der anderen Seite vor. Ihr Herr Vater hat zweifellos das Talent zu einem hervorragenden Praktiker gehabt. Manche Menschen leiden ihr Leben darunter, dass sie ein vehement angefangenes Studium plötzlich abbrechen haben müssen. Zu einem guten Anatomen gehört eine gesunde Physis. Dann zieht man die Haut des Halses nach außen und oben. Man fasst die Zunge mit zweitem und viertem Finger und zieht sie mit Daumen und Zeigefinger nach abwärts. Die Halsgebilde hängen jetzt nur mehr an der hinteren Pharynxwand, die jetzt durchtrennt werden muss. Man legt zu diesem Zweck das Zungenmesser flach an, tastet oder sieht, geehrter Herr, tastet oder sieht die Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen, stößt durch und dringt bis an die hintere Pharynxwand vor. Jetzt führt man den Schnitt bogenförmig nach außen und bis an die Wirbelsäule. Dann durchtrennt man die Fascia prävertebralis, wobei man die Schneide senkrecht auf die Wirbelsäule hält und durchtrennt zuerst links, dann rechts. Winter, das wird spät, wenn Sie uns noch eine Flasche einschenken. Die gnädige Frau... Gut, gut, Winter. Unter ständigem Zug an der Zunge, durch den man die Halseingeweide von der Wirbelsäule abhebt. Von der Wirbelsäule abhebt. Jetzt schneidet man mit der Darmschere paramedian oben den Rachenring durch und geht in der Medianebene in den Ösophagus ein. Dabei hält man die Schere etwas geneigt und dreht sie erst drinnen um, geehrter Herr, und durchschneidet den Ösophagus in der Medianlinie. Jetzt kann man die ganzen Halsorgane im Zusammenhang herausnehmen. Bei lymphatischer Leukämie können die Tonsillen mächtig entwickelt sein. Wäre Ihr Herr Vater nicht erkrankt, tatsächlich viel zu früh erkrankt und dann auch noch beinahe zur Gänze erblindet, hätten wir eine medizinische Kapazität an unserem Tisch. Eine medizinische Kapazität? Ein Kopf
wie der Kopf Ihres Herrn Vaters ist im Grunde ein durch und durch medizinischer Kopf. Und sehen Sie selbst, wie groß sein Interesse an der Medizin ist. Obwohl er doch alles weiß, leistet er sich immer wieder eine Wiederholung der Wiederholung spezieller Vorgänge auf dem Gebiete der Medizin. Glauben Sie mir, unter den Ärzten findet sich ein solches ununterbrochenes Interesse nicht. Hier haben wir es mit nichts als mit Arroganz zu tun. Bevor man an die Sektion der Bauchorgane schreitet, sieht man nach, ob nicht eventuell gröbere Veränderungen im Situs der Bauchorgane vorliegen, wie zum Beispiel Adhäsionen zwischen Leber und Darm. Zwischen Leber und Darm? Oder zwischen Gallenblase und Darmschlingen. Vor allem ist aber das Verhalten des großen Netzes wichtig, das bei entzündlichen Prozessen im Bereich des Magens, Darmes, der Gallenblase, des Uterus etc. in der Richtung des Prozesses verzogen ist. Schon ein Fingerzeig. Gewaltige Ausdehnung des Magens bei arteriomesenteriellem Darmverschluss, der so weit gehen kann, dass dabei der Magen bis zur Symphyse herabreicht. Mächtige Ausweitung des Dickdarms, Megakolon, Hirschsprungsche Erkrankung, geehrter Herr, Rezessus duodeno jejunalis, Rezessus intersigmoides, Rezessus retrozoecalis, Rezessus iliozoecalis, Rezessus paracoricus. Rezessus. Mächtige Ausweitung des Dickdarms, Megakolon, Hirschsprungsche Erkrankung, geehrter Herr, Rezessus duodeno jejunalis, Rezessus intersigmoides, Rezessus retrozoecalis, Rezessus iliozoecalis, Rezessus paracoricus. Rezessus paracoricus! Zur Sektion der Leber, geehrter Herr, hören Sie. Normalerweise ist die Oberfläche der Leber glatt. Veränderungen der Oberfläche können sein. Zahnsche Furchen, Schnürfurchen. Bei Hepalobatum findet man Furchen, narbige Einziehung, geehrter Herr, Postpaketform der Leber. In der Tiefe der Furchen verkäste Gummen, Höckerungen, etc. Verkäste Gummen, Postpaketform. Postpaketform, verkäste Gummen, graurot bei parenchymatöser Degeneration, dunkelbraun bei seniler Atrophie, hellgelb bei Fettleber, grün bei Ikterus, Muskatnuss, ähnlich bei Stauung. Man nimmt dazu das Hirnmesser und macht den Hauptschnitt, das heißt, man schneidet an der Stelle der stärksten Wölbung der Leber sowohl in den linken als auch in den rechten Lappen ein. Aber nicht auseinanderschneiden. Nicht auseinanderschneiden! Diese Binden sind eine Beruhigung. Tatsächlich erlaubt das Gesetz nicht, dass einer beiderseits Binden trägt, wenn er nicht völlig erblindet ist. Und Ihr Herr Vater ist nicht völlig erblindet. Nicht auseinanderschneiden! Nicht auseinanderschneiden. Die Struktur der Leber entsteht immer dadurch, dass eine Differenz zwischen dem Zentrum und der Peripherie des Acinus besteht. Und die gewisse Sektion? Man spreizt die Beine der Leiche, nimmt das Knorpelmesser, zieht den Penis mit der linken Hand nach abwärts, wodurch die Haut der Symphyse angespannt wird. Angespannt wird? Dann schneidet man mit der rechten Hand von der Symphyse beginnend links außen bogenförmig. Bogenförmig, geehrter Herr, herunter bis in die Höhe des Mastdarms und Anus und zieht Penis und Skrotum nach links. Den gleichen Schnitt auf der rechten Seite, mit kurzen sägenden Zügen das lockere Zellgewebe durchtrennt bis an das freie Ende der Symphyse, sticht dort mit dem Knorpelmesser ein und durchtrennt bogenförmig das Bindegewebe des Beckenbodens. In der Mittellinie angelangt, zieht man die gleiche Trennung auch auf der anderen Seite vor, aber nicht in einem Schnitt. Um nicht die Urethra nahe der Symphyse zu verletzen. Durch die so entstandene Öffnung werden Penis und Skrotum durchgesteckt, nach oben gezogen und die beiden bogenförmigen Schnitte durch einen querziehenden Schnitt verbunden. Das Genitale hängt dann nur mehr an dem Zellgewebe des Promontoriums, geehrter Herr, von welchem es losgelöst wird. Eine Demonstration, die die größte Sorgfalt erfordert. Was den Magen betrifft, so schlägt man die ganzen Dünndarmschlingen und das Colon transversum nach unten und betrachtet zunächst
den Magen von außen. Der Doktor ist eine Kapazität. In ganz Europa schätzt man ihn. Seine Bücher und seine Schriften sind in sämtliche Sprachen übersetzt. Von einer Kapazität erwartet die Welt immer etwas Außerordentliches. Es gibt nichts Anstrengenderes, als eine Kapazität zu sein. Zeitlebens habe ich mir eine Aufgabe gewünscht im Hintergrund. Aber meine Natur ist eine andere. Die ganze Nacht werde ich wieder die Koloraturen nicht aus dem Kopf bringen. Die Angst und die Abneigung gegen alles, was mit der großen Oper zusammenhängt. Das alle, immer. Sind sie intellektuell oder künstlerisch, die Infamie zu ihrem Inhalt machen, geehrter Herr? Lange Zeit gelingt es allerdings, ein Geschöpf wie Ihre Tochter in Schutz zu nehmen, abzuschirmen, geehrter Herr, vor einer schmutzigen Öffentlichkeit, vor ihrer tödlichen Inkompetenz. Das Theater, insbesondere die Oper, ist nichts für einen natürlichen Menschen. Wenn wir den Schwachsinn, der in dieser Kunstgattung herrscht, geehrter Herr, mit der Gemeinheit der Zuschauer verrechnen, kommen wir in den Wahnsinn. Und zur Ignoration, geehrter Herr, sind wir zu intelligent. Langsam verfinstert sich die Szene. Aber Sie, geehrter Herr, bemerken das nicht, weil Sie unaufhörlich und schon so lange Zeit, wie ich glaube ein ganzes Jahrzehnt oder noch länger, ständig in solcher Finsternis, wie sie jetzt eintritt, leben. Eine solche Existenz ist zweifellos eine kompetente. In solcher Intensität existieren nicht viele. Das Licht ist ein Unglück. Wie auf offener Bühne, geehrter Herr, wodurch alles die größte Unsicherheit ist. Haben Sie die Telegramme abgeschickt? Die Telegramme nach Stockholm, nach Kopenhagen? Natürlich, gnädige Frau. Das ist gut, dass Sie die Telegramme abgeschickt haben. Das beruhigt mich. Ich bin beruhigt. Ich bin ganz beruhigt. Erschöpfung. Nichts als Erschöpfung.